Kunstwerke zu erschaffen, bedarf es meist viel Zeit. Das ist bei diesen Bildern durchaus wörtlich zu verstehen, denn sie bestehen aus unzähligen Daten, aufgetragen mit einem Stempel. Geschaffen hat sie der Künstler Federico Pietrella. Seit 3 Jahren lebt und arbeitet der Italiener in Berlin. Mit Datumstempeln arbeitet er bereits seit 15 Jahren. Als Student habe ich mich zum einen mit klassischer Malerei beschäftigt. Zum anderen hat mich moderne, konzeptionelle Kunst interessiert. Ich habe einen Weg gesucht, beides zu verbinden. Immer wenn ich gemalt habe, habe ich das Datum unter das Bild gesetzt. Dabei kam ich auf die Idee, die Daten selbst zu benutzen, um die Bilder zu malen. Die Bilder basieren auf seinen Fotografien. Es sind alltägliche Motive. Federico Pietrella braucht dafür nur gewöhnliche Datumstempel und Acrylfarbe und viel Geduld. Bis zu 2 Monate arbeitet er an einem Bild, je nach Größe. Der 38-Jährige verwendet immer das Datum des jeweiligen Tages. So ist in den Bildern der Zeitraum des Prozesses vom ersten Arbeitstag bis zur Fertigstellung festgehalten. Die Zeit ist eine mysteriöse Sache. Für mich ist sie das Wichtigste. Aus ihr erschließt sich alles: das Arbeiten, die Existenz, das Leben. Für Arbeitstreffen oder wenn er eine Pause machen will, besucht er gerne das Berliner Café Einstein. Federico Pietrella hat in Rom Kunst studiert und kann seitdem gut von seiner Arbeit leben. Seine Stempelbilder kosten bis zu 20.000 Euro. In die deutsche Hauptstadt zog es ihn nicht nur aus privaten Gründen. Berlin ist einfach die interessanteste Stadt in Europa, vor allem in Sachen zeitgenössischer Kunst. Außerdem ist es einfach und sehr angenehm, hier zu leben. Federico Pietrellas Werk besteht nicht nur aus Stempelbildern. Er kreiert abstrakte Bilder, Installationen und Skulpturen. Aber in all seinen Werken beschäftigt er sich mit dem Thema Zeit. Dem Kurator Manuel Wischnewski gefällt neben der Vielschichtigkeit der Arbeiten auch ihre emotionale Komponente. Je näher man sich an die Arbeiten heranbewegt, an das Konkrete, an die Daten sozusagen, desto mehr verschwimmt das Bild im Grunde genommen. Und für mich ist das ein ganz schöner Verweis darauf, dass es eben nicht auf die Unmöglichkeit im Grunde genommen, gewisse Momente festzuhalten. Diese Sterneninstallation wurde gerade in Berlin gezeigt. Sie besteht aus verschiedenen Lichtprojektoren. Wenn das Tageslicht verschwindet, breitet sich Federico Pietrellas Universum aus. Auch für ihn ein Moment, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Ich will weiter die Stempelbilder kreieren. Das will ich mein Leben lang machen. Auch weil es dann mein Leben in seinem zeitlichen Umfang abbildet und wirklich ein Lebenswerk ist. Aber ich will auch weiter experimentieren. Die Zeit festhalten, das kann auch Federico Pietrella nicht. Aber in seiner Arbeit wird sie zum Kunstwerk.